Hallo, bei der Bundestagswahl am 27. September wird es auch um das künftige Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zum Staat und der Bürgerinnen und Bürger zu irgendwelchen gesellschaftlichen oder anderen Organisationen gehen. Und es wird darum gehen, wie stark die Freiheit des einzelnen Bürgers im Mittelpunkt der Politik steht. Ich sehe mit großer Sorge, dass es immer mehr Mechanismen zur Überwachung, dass es immer mehr Erfassung von persönlichen Daten gibt und niemand von uns weiß wirklich, was damit eigentlich passiert. Und deshalb stehen für mich Bürgerrechte ganz oben in meiner politischen Werteskala. Und deshalb setze ich mich so vehement dafür ein, dass der Datenschutz gewahrt wird und dass persönliche Daten nur dort erhoben werden, wo dies auch wirklich notwendig ist. Das Bankgeheimnis muss wieder eingeführt werden. Es darf nicht sein, dass, wenn ich irgendwo hinfliege, meine Daten planlos weitergegeben und gespeichert werden. Es kann nicht sein, dass von allen möglichen Stellen Daten erhoben werden und dann beliebig weitergegeben werden. Dazu gehört aber auch, dass Bürgerinnen und Bürger selbst überlegen, was sie eigentlich tun. Wer sich im Internet eigentlich nackt auszieht, alles einstellt, was er tut, der darf sich nachher nicht darüber wundern, dass damit auch irgendetwas gemacht wird. Und deshalb finden Sie auf meiner Homepage viele politische Informationen. Ich versuche Sie wirklich umfassend zu informieren und ich versuche über das Internet auch in Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern zu treten. Aber ich bitte Sie um mehr Verständnis. Mein Privatleben bleibt tabu. Privat ist privat und dabei soll es bleiben. Dafür will ich mich persönlich einsetzen. Dafür will ich mich nach der Wahl einsetzen. Und das steht ganz für die FDP ganz oben in der Politik. Sie können sich auch hier auf uns verlassen. Alles Gute für Sie.